Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, дорогие друзья, конечно, здравствуйте. Russland, auf das wir heute schauen wollen und auf das wir immer gerne schauen, ist ein autoritär regiertes Land. Freie, geheime, faire, demokratische Wahlen finden nicht statt. Zu Wahlen zugelassen werden in der Regel nur Parteien und Kandidatinnen, die nicht in offener Opposition zum amtierenden Präsidenten und zu den jeweils Regierenden auf nationaler und regionaler Ebene stehen. Fast alle Medien unterliegen einer staatlichen Zensur, politischer Zensur, staatlicher Kontrolle. Die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes, vor allem Öl und Gas, werden von halbstaatlichen Konzernen kontrolliert, deren Führungsebene sehr eng verwoben ist mit der politischen Elite. Gleichzeitig steckt das Land in einem großen Modernisierungsstau. Bürgerinnen und Bürger wollen Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung. Alles das ist sehr fragil und nur in nicht ausreichendem Maße vorhanden. Und um das zu kompensieren, setzt das Regime auf eine revanchistische Außenpolitik mit dem Versuch, seine in einer geostrategisch sich stark verändernden Welt, seine Weltmachtrolle wieder neu zu definieren. Das ist der Blick, den die Heinrich-Böll-Stiftung und ich als Vorständin auf dieses Land werfen. Zugegeben, ein düsterer Blick. Und gerade weil das so düster ist und weil wir zugleich wissen, dass das nicht alles ist, was in Russland sich abspielt, wollen wir uns heute Abend erneut den russischen Protestbewegungen oder soll man sagen, ich bin ja in der DDR groß geworden, Resilienz, Resistenz, Opposition, die Grenzen zwischen diesen Formen der Nichtangepasstheit sind fließend und sie sind es auch in Russland. Und uns ist wichtig, immer wieder zu überprüfen, stimmt unser Blick, den wir von außen werfen, eigentlich mit dem überein, wie es von innen empfunden wird. Wir wissen, dass es mehr gesellschaftliche Dynamik im ganzen Land gibt und wann immer ich da bin, habe ich die große Ehre und die große Freude, mit Menschen im Gespräch zu sein, die für diese Dynamik, für diese gesellschaftliche Dynamik auch unter jungen Menschen stehen. Ja, zahlreiche oft spontan oder aufgrund eines bestimmten Missstandes entstandene Protestbewegungen sehen wir in allen Regionen gegen Umweltsünden, gegen Korruption, gegen soziale Missstände. Und in Moskau haben wir im letzten Sommer gesehen, wie innerhalb von Stunden über die sozialen Medien ein öffentlicher Druck gegen die Verhaftung eines jungen investigativen Journalisten Ivan Golunow zusammengebracht und organisiert werden konnte. Wir wollen uns alle diese Dinge, diese kulturelle und soziale Dynamik genauer erklären lassen. Vor allem junge Menschen engagieren sich darin, aber nicht nur. Und es soll auch ein bisschen dazu dienen, unser Bild von der Situation und der russischen Gesellschaft zu korrigieren. Es ist nicht so, dass, aber viele von Ihnen, die hier heute zusammen sind, wissen das auch, dass es eine große, uninteressierte, politisch uninteressierte Gesellschaft gibt, die sich eigentlich nicht kümmert. Sondern ganz im Gegenteil. Und was wir auch sehen, ist, dass diese Bewegungen, die es in vielen verschiedenen Regionen gibt, auch natürlich nach Deutschland, natürlich nach Berlin mit seiner sehr großen russischen Community schwappen. Und dass das hier seinerseits zu einer lebendigen, kulturell und politisch interessierten Szene führt. Und uns ist wichtig als Heinrich-Böll-Stiftung auch mit Ihnen, die Sie auch dabei sind, im Gespräch zu sein. Und es freut uns, wenn Sie die Böll-Stiftung als einen Ort wahrnehmen, an dem auch die russischsprachige
Community, die sich für die innere gesellschaftliche Dynamik in Russland interessiert, einen Ort hat. Ja, wir nicht das erste Mal, machen wir mit Alexei Kozlov und dem Verein Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland diese Veranstaltungen, in der wir einen Rückblick auf die Entwicklungen innerhalb der russischen Zivilgesellschaft werfen und, wie schon gesagt, dieser gesellschaftlichen Dynamik etwas nachspüren. Das heißt natürlich gleichzeitig, dass wir uns auch mit der Frage befassen, wie ist das mit den Repressionen, die, und ich weiß schon jetzt, dass die hier Anwesenden auf dem Podium davon auch zu berichten haben, wie sie mit den Repressionen umgehen, wie der Staat auf die Protestformen reagiert, wie viele Aktive ins Exil getrieben worden sind. Auch solche sind heute unter uns. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Eindrücke und die Informationen sehr, die unsere russischen Gäste uns vermitteln werden, und freue mich dann auch nachher auf ein lebendiges Gespräch und eine gute Diskussion mit Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bevor ich an Nina Happe übergebe, die Moderatorin, möchte ich ihr, dem Team von Walter Kaufmann und allen anderen, die zum Osteuropa- und Südosteuropa-Referat gehören, herzlich danken, dass sie es möglich gemacht haben, dass wir heute dieses Gespräch führen können und hier entspannt in der Veranstaltung sitzen. Danke an euch. Ja, vielen Dank, liebe Ellen. Da brauche ich mich ja gar nicht mehr vorzustellen, mache ich aber. Ich heiße Nina Happe und ich arbeite hier im Osteuropa-Referat. Ich habe zwei kleine Vorbemerkungen. Zum einen werden hier einige Filmaufnahmen gemacht werden, die sind zum internen Gebrauch. Das ist einer unserer Partner, also erschrecken Sie nicht, wenn Sie gefilmt werden. Die zweite kleine Vorbemerkung, die ich machen möchte, weil es mich so mit Stolz erfüllt hat, ist folgende. Wir haben letztes Jahr zurückgeblickt, ebenfalls auf die Lage der russischen Zivilgesellschaft, und haben uns angeguckt, wie es aussieht mit Digitalisierung und Medien in Russland, und haben festgestellt, es ist eine ungeheuerliche Vielfalt an Journalismus und Online-Journalismus und so weiter gibt, natürlich unter einer bestimmten staatlichen, wachsenden staatlichen Aufsicht und Kontrolle. Das ist also ein Spannungsfeld auch. Es war aber eben erstaunlich breit und vielfältig, und mich haben jetzt Kolleginnen von Reporter ohne Grenzen gebeten, hier eine Broschüre auslegen zu dürfen zu diesem Thema, die gerade fertig geworden ist. Sie handelt von der Medienlandschaft und auch den Herausforderungen für Medienschaffende in Russland in 2019. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow, die kenne ich ja alle. Die saßen ja letztes Jahr hier alle auf dem Podium. Das kommt mir ja vor wie ein Follow-up für unsere Veranstaltung. Ist es aber nicht. Es ist kein Produkt unserer Stiftung. Es ist von Reporter ohne Grenzen, aber ich empfehle es sehr. Ein wunderbares kleines Kompendium, das Sie unbedingt lesen sollten. Man kann es auch als PDF herunterladen, auf Deutsch und auf Englisch. So, jetzt entschuldigen Sie den kleinen Werbeblock. Jetzt stelle ich Sie vor. Ich mache es einfach in alphabetischer Reihenfolge. Entschuldigung. Ilja Lwow ist noch Student, arbeitet aber auch für eine Moskauer Politikerin, für eine Bezirksabgeordnete, Julia Galjamina, die wir übrigens auch schon hier zu Gast hatten. Ilja organisiert Debatten für politisch aktive junge Leute und moderiert auch eine YouTube-Show dazu. Und auch das, was wir hier aufgeschrieben haben als Organisation Prostranstva Politika, das kann man vielleicht am besten mit Raumpolitik übersetzen, ist ein landesweites studentisches Netzwerk für gesellschaftliche Debatten. Ilja war bei verschiedensten Aktionen in Moskau im letzten Jahr anwesend, bei Demonstrationen, bei anderen Aktionen, und hat darüber auch über die Ereignisse berichtet und sie kommentiert. Und er wird uns vor allen Dingen mitteilen, wie ganz junge Menschen die Situation wahrnehmen und vielleicht auch einen Blick in die Zukunft wagen. Willkommen, Ilja. Schön, dass Sie hier sind. Zu meiner Rechten sitzt Alexandra Krylenkova. Sie ist Menschenrechtsaktivistin. Sie kommt vielleicht eher von der Wahlbeobachtung her, aber ihr Schwerpunktinteresse
wird immer mehr oder sie befasst sich immer mehr mit politischen Inhaftierungen. Die werden auch immer mehr zum Thema und sie hat auch die These, dass auch die Protestbewegungen immer mehr in diese Richtung gehen und dass das auch brandaktuell ist. Darüber wird sie mit uns sprechen. Auch dazu möchte ich was sagen, denn diese von mir übrigens schlecht übersetzte Erweiterung, also Arrestanten nach Paragraph 212, das müsste richtiger heißen Prozess 212, nehme ich an, das ist nur ein Beispiel für massenhaft, also für Prozesse, die gelaufen sind, die einen Namen tragen, die bekannt sind, wo massenhaft Urteile gesprochen wurden. Aber wir werden uns nicht darauf beschränken. Dann haben wir hier zu meiner ganz Rechten Grigori Judin. Er ist Philosoph und Soziologe. Er ist Professor an der Moskauer Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und zwar nicht irgendein Professor, sondern ein ziemlich bekannter Professor. Ich bin sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Und Grigori wird natürlich als Soziologe eine Analyse liefern können, welche Veränderungen vor allen Dingen es in der Gesellschaft gegeben hat. Also nicht nur, welche Veränderungen innerhalb der Proteste im Vergleich zu 2011-12, sondern auch in der Gesellschaft, was die Einstellung zu diesen Protesten angeht. Ganz herzlich willkommen auch Grigori. Und im deutschen Alphabet an letzter Stelle, im russischen übrigens nicht, aber im deutschen Alphabet an letzter Stelle kommt Lada Sasikina aus Archangelsk in Nordrussland. Ich habe mal nachgeguckt, da ist eine mittlere Jahrestemperatur von 1 Grad Celsius. Ich war da noch nie, Sie müssen ja denken, bei uns ist hier Sommer. Erstaunlich. Jedenfalls, Lada Sasikina ist Umweltaktivistin. Sie ist aktiv in der Bewegung Die Küste ist keine Müllhalde. Ich hoffe, das wird jetzt richtig zurückübersetzt, weil ich es so hin übersetzt habe. Und man versteht, welche Organisation, sonst sagen Sie es nochmal. Vor allem aber ist Lada Sasikina eine Gegnerin der ersten Stunde gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage in Chies. Eine besondere Betonung liegt auf Gegnerin, denn ich denke, ich habe zumindest gehört, dass das Frausein hier eine besondere Rolle gespielt hat. Und diese Proteste gegen die Müllverbrennungsanlage in Chies haben, glaube ich, richtiggehend Furore gemacht letztes Jahr in Russland. Sie waren in aller Munde. Auch mich hat man schon gefragt, ob wir nicht Leute aus Chies eingeladen hätten. Jetzt haben wir sie also hier. Wunderbar. Und wir werden, weil das vielleicht anschaulich macht, was für vielfältige Proteste es gegeben hat, auch in den Regionen mit Lada anfangen. Lada, ich würde Sie bitten, davon zu berichten, was da passiert ist. Sie wollen auch Bilder zeigen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Lada Sasikina, wie das hier schon gesagt wurde. In meinem normalen Leben bin ich eine Verlagsmitarbeiterin. Ich bin Redakteurin, Korrekturleserin. In meinem zweiten Leben bin ich Aktivistin, Protestierende gegen eine Mülldeponie in Schiers. Ich möchte gleich sagen, dass ich früher niemals an solchen Protestbewegungen teilgenommen habe. Und solche großen Protestbewegungen gab es früher eigentlich auch gar nicht in Archangelsk oder im Gebiet Archangelsk. Ich möchte auch gleich hinzufügen, warum dieser Protest überhaupt entstanden ist. Das lag daran, dass es in Russland schon eine ganze Zeit eine Abfallreform gibt. In einigen Regionen hat es früher begonnen, vor 2 Jahren, in unserer Region erst im letzten Jahr. Und es gibt 2 Regionen, nämlich die Stadt Moskau und die Stadt St. Petersburg, die beschlossen haben, diese Reform bis in das Jahr 2022 zu verschieben. Die haben diese Reform verschoben, aber der Müll ist ja davon nicht weg. Und die Machthabenden Moskau, der Stadt Moskau, haben daraufhin entschieden, dass dieser Müll weit weg von Moskau gelagert werden soll. Und dagegen wird schon seit einigen Jahren protestiert, gegen diesen Müll, diesen Abfall aus Moskau, gegen die Müllhalden, die dadurch entstehen und die Müllverbrennungsanlagen. Und dann wurde ein kleiner Ort, eine Bahnstation, wo es kaum Menschen gibt, im Norden Russlands gefunden, im
Verwaltungsgebiet Archangelsk. Hier können Sie auf der Karte sehen, wie groß die Entfernungen sind von Chies bis zum Zentrum des Verwaltungsgebietes von Archangelsk, also bis nach Archangelsk-Gelb, oben im. Und dann sehen Sie dort Syktyvkar, das ist das Verwaltungszentrum von der Republik Koma. Das sind natürlich Luftlinienentfernungen, tatsächlich sind die Entfernungen noch viel größer. Und der nächste Ortschaft in der Nähe von Chies ist 32 Kilometer entfernt. Und in der Republik Komi ist das Magmas 19 Kilometer entfernt. Das ist wirklich tiefste Taiga, um die es hier geht. Es gibt dort praktisch keine Straßen. Und diese Ortschaften sind die nächsten Ortschaften, die es im Umfeld dieser Station, dieser Bahnstation gibt. Das ist richtige Taiga, da ist ringsum nichts weiter als Wald. Und die Pläne der Machthaber aus Moskau sahen vor, dass diese Station, dass in dieser Station von 10 bis 446.000 Millionen Tonnen Müll gebracht werden sollten. Dabei sollte eine Technologie von Ballast Systems, einer schwedischen Firma, angewendet werden. Vielleicht haben Sie das gehört, aber die Spezialisten dieser schwedischen Firma haben selbst zugegeben, dass die Technologie hier nicht sachgemäß angewendet werden kann und angewendet wird, weil es hier um eine kurzfristige Lagerung von Müll geht. Diese Müll sollte 30 Jahre lang gelagert werden. Und was danach mit dem Müll passieren sollte, hat niemand irgendwem erklärt. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Die Region um Chies herum. Ist ein Sumpfgebiet. Und in diesen Sümpfen haben verschiedene Flüsse und Bäche ihren Ursprung, die dann in größere Fläche münden und immer weiter ins Meer fließen. Und einige der großen Flüsse, zum Beispiel die nördliche Dwina, nimmt hier ihren Ausgangspunkt, die dann in das Weiße Meer fließt, von dort aus in die Barentssee mündet und so weiter. Das heißt, dass der Umfang möglicher Tragödien durch diese Mülldeponie in dieser Sumpflandschaft ist offensichtlich. Und es gibt natürlich Fälle von Umweltkatastrophen, nicht nur im Gebiet Archangelsk, sondern auch in den Ländern Nordeuropas und auch sogar Deutschland wären hier denkbar gewesen durch diese Mülldeponie. Auf dieser Karte sieht man hier sieht man die Verschmutzung entlang des Flusslaufes und natürlich auch auf der anderen Seite die Bewegung der Luftströmungen, die sich von dort aus in Richtung der Republik Komi bewegt hätten. Als die Leute von diesen Plänen der Machthaber in Moskau erfahren haben, möchte ich Ihnen gleich erzählen. Zwei Jäger aus dieser Region haben zufällig im Juni 2018 eine große Grube entdeckt. Eine sehr große Grube neben der Station Chies. Von den Arbeitern haben sie dann erfahren, dass geplant ist, dort eine Mülldeponie zu errichten. Niemand hat die Leute dort gefragt, ob die Leute dort in der Nähe einer Mülldeponie leben wollen. Niemand haben irgendwelche Umweltverträglichkeitsgutachten durchgeführt. Niemand hat auch die kommunalen Behörden um Erlaubnis gefragt. Die Leute aus Moskau sind einfach dorthin gefahren, haben dort den Wald abgeholzt und angefangen, die Infrastruktur für diese Mülldeponie zu errichten. Um jetzt zu erzählen, wie diese Protestbewegung angefangen hat, möchte ich zumindest einen bestimmten Begriff einfallen. Musashiki, also das sind die Müllleute.
die ersten Leute, die Alarm geschlagen haben, nachdem diese große Grube entdeckt worden war, waren die Leute aus Rudamai Magnes, das sind die nächstgelegenen Ortschaften. Und die ersten Protest gab es dann in Urdamar im August 2018. Das waren die ersten Protestkundgebungen in der Geschichte dieser Ortschaft überhaupt. Und dann haben sich auch die Verwaltungsgebietszentren Archangelsk und Syktyvkar diesen Protestbewegungen angeschlossen haben. Die großen Städte in dieser Region, aber auch andere größere Städte aus dieser Region, aus allen Kreisgebietszentren. Die Information verbreitete sich rasend schnell und die Protestbewegung hatte innerhalb von wenigen Monaten große Ausmaße gewonnen. In den vergangenen anderthalb Jahren gab es sehr viele Kundgebungen, nicht nur in zwei Regionen, nicht nur im Gebiet Archangelsk und nicht nur in der Republik Komi, sondern auch in anderen Regionen des Landes. Und hier meine ich die Kundgebungen für die Unterstützung der Protestbewegung in Schies. Und der Höhepunkt war im Frühling 2019. Und zwar als in Archangelsk, und zwar am 7. April, fand dort eine groß angelegte Kundgebung statt. Begonnen hat diese Kundgebung im Zentrum der Stadt auf dem breiten Prospekt. Menschen haben den zentralen Platz erreicht und dort gab es auch eine spontane Kundgebung. Dieser Platz wurde von allen Seiten oder ist umgeben von den Regierungsgebäuden, von unterschiedlichen Behörden, das Stadtparlament, das Rathaus und so weiter und so fort. Und die Besonderheit dieser Kundgebung besteht in Folgendem. Die Organisatoren dieser Kundgebung haben formal alle Regeln eingehalten. Und nichtsdestotrotz wurde diese Kundgebung nicht genehmigt. Die Folge daraus, Dutzende Menschen wurden zur Geldstrafe gebeten, ungefähr 29.000 Euro. Darauf beläuft sich die Gesamtsumme dieser Geldstrafe. Bei dieser Kundgebung hat der Organisator dieser Kundgebung Folgendes gesagt, also folgende Worte hat er verloren. Wir werden nicht weichen, solange die Baustelle in Schies gestoppt ist. Wir bleiben hier so lange, bis das Projekt Schies nicht abgewickelt ist, das heißt geschlossen wird. Und der Organisator hat auch verkündet, dass die Kundgebung am Linienplatz fristlos verlaufen wird. Seit dem Tag an, und zwar mehr als 10 Monate, jeden Tag, egal welches Wetter draußen ist, Tag und Nacht, im Sommer und im Winter, bei Regen und auch bei Frost minus 30, dort stehen Aktivisten, die gegen den Bau der Müllhalde protestieren. Wie sieht die Situation aus? Die Organisatoren informieren, wie das alles abläuft. Geldspenden werden angenommen, Zelte werden eingekauft. Aktivisten organisieren auch Transporte zu dieser Eisenbahnstation Schies. Und ich möchte sagen, dass weniger als innerhalb eines Jahres mehr als 30 ähnliche fristlose Aktionen nicht nur im gesamten Gebiet und in der Republik Komi entstanden sind, sondern auch in anderen russischen Städten. Was haben wir noch gemacht, außer Kundgebungen und Mahnwachen? Bürger und gesellschaftliche Organisationen haben sehr
viele Eingaben gemacht, tausende von Eingaben bei Rechtsschutzorganen, bei entsprechenden Behörden, bei Abgeordneten. Unter anderem wurde auch Präsident Putin angerufen. Darüber hinaus haben die Aktivisten aus Archangelsk mehr als 6 Monate lang für das regionale Referendum gekämpft, damit dort die Frage aufgeworfen wird, dass es zu einem Verbot kommt, dass Müll aus anderen Regionen in diesen Ort kommt. Das Gebietsgericht Archangelsk hat die Kundgebung genehmigt, aber der oberste Gerichtshof in Moskau hat sein Veto gegen die Entscheidung des niederen Gerichts eingelegt. Ungefähr zu Winter 2019 ist klar geworden, dass Petitionen, Eingaben, Schreiben, sie führen nirgendwo hin. Und dann entstand eine Idee, und zwar, dass in Schiis Tag und Nacht Aktivisten eine Wache halten, damit jemand ständig auf der Baustelle ist und alle Verstöße dokumentiert und bei besprechenden Behörden meldet. Im Dezember 2018 gab es bei Social Media eine Nachricht darüber, dass eine ständige Mannwache abgehalten wird. Zur gleichen Zeit wurde hier dieser kleine Wagen errichtet. 2 bis 3 Personen konnten dort gleichzeitig wohnen, ausgestattet mit einem Internetanschluss und Videoüberwachung. Es gab sogar 2 Aktivisten. Dann kam das Neujahrfest. Es gab dann eine Pause in diesem Zeitraum. Und dann fragte ich, obwohl ich keine positive Antwort mir erhofft habe, ist es vielleicht beabsichtigt, eine Frauenwache einzuführen? Denn damals war es überhaupt unvorstellbar, dass auch Frauen so eine Wache halten würden. Aber ich hatte eine Kommilitonin gefunden und am 6. Januar war es soweit, dass wir beide zu zweit sind losgefahren, um unsere Wache dort in Schiis zu halten. Etwas später kam eine dritte Frau dazu. Später wird der Protest in Schiis als Frauenprotest bezeichnet, weil sehr viele Frauen sich an diesem Protest beteiligen. Und innerhalb dieses Protests werden viele Schlüsselfunktionen von Frauen übernommen. Ich erinnere mich sehr gut an meine ersten Empfindungen, an meine ersten Gefühle bei der ersten Wache. Die Technik arbeitete damals, wurde tagsüber eingesetzt. 100 Einheiten von Baumaschinen, Fahrzeugen waren im Einsatz. Und es war so, als ob es unmöglich wäre, diese Baustelle zu stoppen. Aber Ende Januar 2019 war es soweit. Die Aktivisten, die lokale Bevölkerung haben sich zusammengetan und haben den Autokorso, der Brennstoff zur Baustelle befördern wollte, nicht vorgelassen. Und das war ein Wendepunkt innerhalb dieses Protests in Schiis. Mit dem Frühling kam es so, dass wir auch ein Zeltlager errichten konnten. Und im Frühling gab es sehr ernste, zunehmende Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Bauarbeitern, dem Wachpersonal und der Polizei. Im Ergebnis dieser Zusammenstöße wurden einige Strafverfahren gegen einige Aktivisten eingeleitet. Es gab ebenfalls andere Formen, wie man Druck auf Aktivisten ausübt, zum Beispiel Kündigungen, Bedrohungen, dass ihnen Kinder weggenommen werden, vor allem adressiert an Frauen. Bankkonten wurden gesperrt. Das heißt, der Staat hat wirklich kreativ auf die Aktivisten eingewirkt. Aber ich möchte sagen, dass
je mehr Gewalt und Druck ausgeübt worden waren, und zwar auf die Aktivisten, desto, egal wie komisch das vorkommt, desto mehr Menschen haben sich diesem Protest angeschlossen. Das heißt, diese Müllleute, sie haben den gegenläufigen Effekt erzielt. Und im Sommer war es soweit, dass in Shi'is, also ich würde sagen, Tausende von Menschen vorhanden waren, um ihre Wache zu halten. Hier in diese menschenlosen, auf dieser menschenlosen Eisenbahnstation sieht man auf diesem Bild Tausende von Menschen. Ein bekannter Politologe hat einmal zum Ausdruck gebracht, dass Shi'is zum Ort der politischen Pilgerschaft geworden ist. Am 20. Juni, am Tag des Treffens mit dem Präsidenten, da kamen dorthin zu dieser Station mehr als 600 Personen. Aber es war so, dass während seiner Rede der Präsident überhaupt kein Wort über Shi'is verloren hat, obwohl Menschen wirklich darauf gewartet haben, dass er wenigstens ein paar Worte darüber verlieren wird. Die offiziellen Behörden beschränkten sich nur auf die Äußerung in Bezug darauf, dass der Baustopp am 15. Juni erfolgen wird. Das haben sie damit erklärt, dass die Vorbereitungsperiode für diese Leistungen, Bauleistungen beendet ist. Und später war es so, dass der größte Teil, der Hauptteil der Baufahrzeuge von der Baustelle entfernt worden war. Ein paar Worte möchte ich darüber verlieren, wer sich an unserem Protest beteiligt hat und wodurch dieser Protest hervorgerufen worden war. Von Anfang an war unser Protest ein Umweltprotest, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Protestvertreter aller politischer Kräfte vereinigt hat. Selbst Putins Anhänger, die im Zuge dieses Widerstands die Situation viel vernünftiger eingeschätzt haben. Im Sommer vergangenen Jahres gab es zwei soziologische Umfragen im Gebiet Archangelsk. Die eine Umfrage wurde durch das Levada-Zentrum aus Moskau durchgeführt. Im Ergebnis dieser Umfragen war es so, dass 95%, sogar mehr als 95% der Bevölkerung in diesem Gebiet sich kategorisch gegen diese Baustelle geäußert haben. Im Herbst vergangenen Jahres, um alle Kräfte zu konsolidieren, wurde eine Koalition gebildet, Stop Shi'is. Sie vereinigte mehr als 36 gesellschaftliche Umweltorganisationen aus drei Gebieten, Archangelsk, der Republik Komi und Wologda. Das sind drei Gebiete, die sich an Shi'is anschließen. Bei uns im Gebiet in diesem Jahr, und zwar im Herbst, stehen Gouverneurswahlen an. Und die Koalition Stop Shi'is hat ein Volksreferendum abgehalten, und zwar vor kurzem. Und im Ergebnis kam es so, dass drei Kandidaten seitens des Protests aufgestellt worden waren. Warum wurde es so getan? Der gegenwärtige Gouverneur Igor Orlov, er ist Vertreter der Regierungspartei Einiges Russland. Er war derjenige, der diese Müllhalde zugelassen hat. Er hat dieses Projekt genehmigt. Und noch mehr, er hat dieses Projekt als ein sehr wichtiges Investitionsprojekt für das Gebiet Archangelsk präsentiert. Ich komme gerade zum Schluss. Und als letztes möchte ich, oder anders ausgedrückt, in diesem Protest haben wir eine sehr große Solidarität und Einheit gesehen. Zwei Beispiele dafür. Im Herbst vergangenen Jahres war es so, dass Mitarbeiter des Flugtrupps aus Archangelsk haben sich geweigert, Kraftstoff nach Shi'is zu liefern. Und das medizinische Personal aus dem Krankenhaus der Stadt Jarensk, das ist eine Siedlung,
Das medizinische Personal hat sich geweigert, jene Menschen medizinisch zu behandeln, die dem Unternehmen gehören, das diese Müllhalde baut. Gegenwärtig ist es so, dass in Schiis rund um die Uhr Aktivisten ihre Wache halten. Sie beobachten mit Argusaugen die Situation und verstehen sehr gut, dass diese Situation sich augenblicklich verändern kann. Aber wir stehen ein für unsere Erde, für unsere Heimat. Wir möchten Schiis für unsere Kinder aufbewahren und wir werden es nicht zurückgeben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eindrucksvoll und ich mochte Sie, wie gesagt, eigentlich nicht unterbrechen oder abkürzen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns einen größeren Protest einfach auch so ausführlich angeguckt haben, weil bei uns darüber nicht so ausführlich berichtet wurde. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen abstrakter fassen. Sie hatten ja, das ist eine Art Protest gewesen gegen etwas ganz Konkretes, was vor der Haustür passiert, was alle betrifft. Und dann hat es eine größere politische Dynamik entwickelt. Ich frage deswegen, weil es ja sehr verschiedene Motivationen für Gegenwehr, für Protest, für Aktionen geben kann. Und ich würde gerne einfach jetzt, um ein anderes Beispiel zu hören, Ilja bitten, aus der Hauptstadt zu erzählen, was er da beobachtet hat. Denn da waren wahrscheinlich die Proteste von Anfang an politischerer Natur. Здравствуйте. Guten Tag. Ich bin froh, hier heute zu sein. Ich denke, oder ich möchte im Voraus sagen, dass es schwer fallen wird, darüber zu sprechen, was passiert ist. Ich habe mich vorbereitet aufgrund von Erzählungen meiner Freunde, die sich an diesen Ereignissen in Moskau beteiligt haben. Deswegen ist es schwer für mich, eine Bewertung abzugeben. Ich werde lediglich ein paar Geschichten hier erzählen, und zwar Geschichten von jungen Menschen, die mir nahestehen, von Menschen, die ich kennengelernt habe. Es werden 4 Geschichten sein, unter anderem eine Geschichte über mich selbst. So könnte ich anhand von diesen Geschichten Ihnen aufzeigen, wie die Ereignisse sich in Moskau entwickelt haben und was dann mit diesen Menschen passiert war. Ich habe meine Freunde gefragt, ob ich sie bei ihrem richtigen Namen benennen kann, denn das ist eine gefährliche Sache in Russland. Und ich habe sie auch darum gebeten, mir zu beschreiben, wie sie das alles wahrgenommen haben. Beginnen möchte ich mit Nastja. Nastja wurde geboren in einem nicht besonders guten Stadtteil. Im Kindergarten wurde oft ihr gesagt, wenn es dir nicht wehtut, dann ist es nicht interessant. Aber nichtsdestotrotz ist Nastja weitergekommen. Sie war gut in der Schule, dann hat sie die Universität beendet, eine renommierte Wirtschaftsuniversität, und sie interessierte sich für unterschiedliche wissenschaftliche Theorien, und bis zum letzten Sommer war sie aktiv politisch überhaupt nicht beteiligt. Aber am 27., das ist ein Schlüsseldatum für alle Proteste, so war sie zum ersten Mal draußen auf der Straße. Sie wurde verhaftet, sie wurde auch gerichtlich verurteilt und eine Geldstrafe wurde gegen sie verhängt. Danach war es so, dass Nastja Geld gesammelt hat, um Geldstrafen, die gegen andere verhängt worden waren, zu bezahlen. Sie hat sich aktiv betätigt in Social Media. Sie hat sogar ein Boot gemacht, um Geld für Studenten beim Telegram zu sammeln. Sie hat auch eine Veranstaltung durchgeführt im Rahmen meiner Veranstaltung, und zwar erzählt wurde über Studenten, die sich Protestbewegungen angeschlossen haben und dann in Schwierigkeit geraten sind. Zusammen mit einem Journalisten war sie in einer Bar und hat Bier ausgeschenkt, und das erlöste Geld wurde darauf aufgewendet, um diese Geldstrafen zu bezahlen. Nastja ist jetzt traurig, sie sagt, zu viel Politik ist in ihrem Leben, und sie ist zurückgetreten, als ich sie darum gebeten habe, aufzuschreiben, was passiert war. Da hat sie gesagt, ich habe keine besondere Lust, die Introspektion zu betreiben. Mein Freund Zhenya wurde nicht in Moskau geboren, sondern in der Stadt Gusch-Khrustal. Das ist ein Zentrum, wo Kristall hergestellt wird.
und zwar in Russland. Von dort kommen unsere Blumenvasen, unsere Luster. 250 Kilometer entfernt von Moskau befindet sich diese Stadt. Zhenya ist der Älteste in der Familie. Er hat einige Geschwister. Er hat sich eingeschrieben für Politologie. Er ist ein überzeugter Demokrat. Er kann nicht genau beschreiben, welche Ideologien er unterstützt. Aber er sagt, er ist Bürger seines Landes und er ist imstande, jene Rechte umzusetzen, die ihm der Staat eingeräumt hat. Zusammen mit Zhenya haben wir diese Raumpolitik von Anfang an organisiert und betrieben. Und wir sind der Meinung, dass dieses Format tatsächlich das, was in Russland fehlt. Vor allem ist das ein Format, das für junge Russen wichtig ist. Zhenya war jeden Tag auf der Straße und protestierte gegen die Nichtzulassung von aufgestellten oppositionellen Kandidaten, obwohl alle erforderlichen Unterschriften gesammelt worden waren. Und dann war er wieder auf der Straße, um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen, dass Menschen verhaftet worden waren. Die Entwicklung schritt voran. Er stritt sich mit seinem besten Freund und er hat ja auch verstanden, dass der öffentliche Druck wirklich Wunder bewirken kann in Russland und Menschen vor hohen Gefängnisstrafen retten kann. Zu dieser Erkenntnis ist er gelangt, aber er hat seinen Freund verloren. Jetzt zu Mascha. Mascha war ist eine sehr ernstzunehmende Aktivistin geworden. Mascha war nicht so fleißig. Sie flog von der Universität, dann hat sie ihr Studium an der Hochschule für Wirtschaft aufgenommen. Mascha bereiste viele russische Städte, um zu verstehen, wie Menschen dort leben. Nicht in Moskau, nicht im Zentrum, sondern in diesen Städten im Norden oder im Süden. Sie wollte ein Bild darüber bekommen, wie Menschen in Russland leben. Und Mascha hat unterschiedliche Eindrücke gesammelt, unter anderem auch positiver als auch negativer. Mascha interessierte sich nicht besonders für die Politik, aber am 27. war sie zum ersten Mal auf der Straße. Sie wurde festgenommen, sie wurde auch gerichtlich verurteilt. 48 Stunden war sie in Haft. Dann musste sie gesellschaftliche Leistungen erbringen als Strafe. Sie hat zum Beispiel Böden geputzt und ist zur Meinung gelangt, dass es viel besser ist, sowas zu machen, als Gelder an den Staat abzuführen. Mascha war in Penza, dort war dieses Verfahren Netz. Dort wurden junge Leute zu 27 Jahren Haft verurteilt, obwohl sie sich nicht zu Schulden haben kommen lassen. Aktivistinnen in Penza wurden festgenommen. Die Gründe dafür, das ist einfach Penza. Und so geht man dort vor. Mascha sagte, dass der 27. für sie kein Schlüsseldatum war. Schlüsselereignis war für sie, dass sie bei diesen Protestbewegungen viele Freunde gewonnen hat. Unter anderem auch Freunde, die dann sich an Einzelmannwachen beteiligt haben. Und so hat sie ihre Freunde unterstützt und hat darauf hingewirkt, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was in anderen russischen Städten passierte. Am 27. war es so, dass einige Menschen freigelassen worden waren, aber einige wurden dann zu mehreren Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Ich bin kein typischer Vertreter dieser Protestgruppen. Ich bin eine Person, die aus einer oppositionellen Familie kommt. Meine Eltern haben mir lange gesagt, Putin ist ein böser Mensch. Und man muss dagegen tun. Und sobald ich mit meiner Schule fertig war, beteiligte ich mich an unterschiedlichen politischen Bewegungen. Ich habe auch an Wahlkampagnen teilgenommen. Dann habe ich dieses Projekt betrieben, Raumpolitik. Und am 27. haben wir nach Menschen gesucht, die uns helfen würden, dieses Projekt weiter durchzuführen in unterschiedlichen Städten. Und auch mit dem Ziel, dass dieses Projekt auch intensiv sich in Moskau entwickelt. Und am 27. war es so, dass mein Freund meinen Hoodie angezogen hat und ist losgefahren, um dann seine erste Sendung zu machen. Es war kalt, es gab nicht viel zum Essen. Es geht hier darum, dass er verhaftete junge Leute besuchen
wollte in Haft. Und aus diesem Hoodie wurde der Schnürsenkel rausgezogen. Warum? Weil man Angst hatte, dass Aktivisten sich vielleicht erhängen könnten. Dieser Sommer war zu einer Wasserscheide für viele Menschen. Nicht für alle, aber für viele. Man kann nicht sagen, dass unsere Generation hier eine Spaltung erlebt hat. Nein, man kann aber sagen, dass für viele Menschen unserer Generation dieser Sommer ihre Wahrnehmung des Lebens in Russland verändert hat. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Und es ist überhaupt nicht klar, wohin das alles führen wird. Denn jede von diesen vier Geschichten, nachdem mein Freund seine Freunde in Haft besucht hat, so habe ich beschlossen, dass ich mich mehr einbringen muss. Ich muss ehrlich sagen, Politik ist eine sehr langweilige Sache, als ich mir vorgestellt habe. Aber das spielt keine Rolle. Ich bin froh, dass ich mich daran beteilige. Und ich weiß nicht, ob wir ein Szenario aufschreiben können, wie sich jede Person eingebracht hat in diese Protestbewegung. Jede Person hat so gehandelt, wie sie es wollte. Ich hoffe, dass Nastja wieder gute Stimmung erlangt. Ich hoffe sehr, dass Zhenya sich keine großen Gedanken machen wird wegen seines Freundes. Ich hoffe, dass Mascha nicht ins Gefängnis kommt, wie es der Fall bei vielen anderen Aktivisten war. Und Mascha wurde in Pensen nicht festgenommen. Ich hoffe, das wird auch in anderen Städten nicht passieren. Und was mich angeht, ich werde weitermachen. Vielen Dank. Ich finde es sehr interessant, dass ähnlich wie bei Lada manchmal so eine Dynamik entsteht, dass Menschen dadurch politisiert werden oder aktiver werden, dass sie Hindernissen begegnen oder dass man sie dabei stören will. Und dann sagen sie jetzt erst recht. Ich habe trotzdem noch meine Rückfrage zu der ganzen Stimmung im letzten Jahr, denn es sah eine Zeit lang für uns hier eigentlich ganz fröhlich aus, was in Russland passiert. Also viele junge Menschen auf der Straße und wenn was verboten wird, dann verabreden sie sich halt zum Spaziergang und machen es trotzdem. Und irgendwann muss ja diese Stimmung sehr gekippt sein, weil es eben immer mehr zu Festnahmen und Inhaftierungen kam. Gibt es überhaupt noch die Motivation Spaß? Oder macht das alles gar keinen Spaß mehr? Ich kann sagen, bei Nastja sieht man, wie die Leute ermüden davon, dass was in diesem Sommer passiert ist. Ich wurde auch verhaftet ganz am Anfang während der Ivan Golunow-Aktion und dann bin ich auch dieser ganzen Sache müde geworden. Nach einer Woche, auch am Wochenende von Protestaktionen, man weiß, dass man verhaftet werden kann, man weiß, dass noch Schlimmeres kommen kann und das wirkt sich natürlich schon auch auf deine Wahrnehmung dessen. Und am 28. war es tatsächlich so, dass es ziemlich fröhlich war, das war echt toll. Aber danach wurden viele Leute verhaftet und einige Leute sollten auch viel länger weggesperrt werden. Und dann hatte man schon das Gefühl, wütend zu sein auch. Ne? Und diese Emotionen sind schon sehr stark gewesen. Und es fällt mir aber schwer, hier irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, insbesondere über den emotionalen Zustand der Leute. Es gibt hier sicherlich verschiedene Ansätze. Die meisten Leute, mit denen man durchs Feuer gehen kann, die gibt es natürlich. Aber wenn man über den Spaß redet, denke ich, ist es schon so, dass viele Leute nicht ausgehalten hätten. In Penza zum Beispiel, in so kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen, 29 Leute, 28 Leute, die dort gesehen haben und irgendwas diskutiert haben und dort gestanden haben. Das war natürlich schon irgendwie toll. Und sie hatten die Hoffnung, dass ihre Anreise dahin, ihre Anreise dort schon dafür sorgt, dass es vielleicht einiges zum Besseren wendet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wiedergegeben konnte, was, oder das beantworten konnte, was Sie wissen wollten. Ich habe über beispielhafte Prozesse sprechen, die stattgefunden haben, weil Leute demonstriert haben.
Wollte erzählen über die Bewegungen und die Aktivisteninitiativen, die mit der Verteidigung der politischen Gefangenen verbunden sind. Heute in Russland gibt es ungefähr 600 Personen, die aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen. Das sind nur die Menschen, die auf die eine oder andere Weise die mit Menschenrechtsverteidigern zusammenarbeitet haben oder auch Anwälte haben, die sich um diese Sachen kümmern. Das sind ungefähr 600 Personen. Nach meiner Vorstellung sind es aber eigentlich tatsächlich etwas mehr als 1000, weil viele Menschen nicht an Bürgerrechtler glauben oder gar nicht erst versuchen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen oder es auch gar nicht für notwendig erachten, das zu tun. Und lange Zeit ich mag eigentlich gar nicht solche Verallgemeinerungen, aber nach meiner Vorstellung gab es lange Zeit eben nur Profis, die sich dafür interessiert haben, Juristen aus Bürgerrechtsorganisationen, Bürgerrechtsvereinigungen, Memorial zum Beispiel. Und Memorial hat sich ja damit befasst, Daten über politische Häftlinge zu sammeln und dann darüber zu berichten. Man kann nicht sagen, dass es die Gesellschaft dafür nicht interessiert hätte, aber das war schon interessant. Aber es war eher so ein akademisches Interesse in allgemeiner Art. Aber wenn man natürlich mit jemandem zu tun hatte, der tatsächlich inhaftiert wurde, der auf der Straße protestiert hat und dann festgesetzt wurde, dann ist das natürlich etwas anderes. Und dann ging es ganz gleich um ganz andere Themen bei diesem Aktivismus. Und die erste Welle der Verteidigung von politischen Häftlingen datiert noch aus dem Jahr 2011, 2012, die Balotnaya-Bewegungen. Das waren die Verhaftungen der Balotnaya-Aktivisten. Im Jahre 2011, 2012 gab es ja viele große Kundgebungen in Moskau, eine große Kundgebung, wo sehr viele Leute verhaftet wurden. Sehr viele Leute auch, die zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden oder generell zur Freiheitsentzug. Und neben diesen, mit dieser Balotnaya-Bewegung ebbte dann natürlich auch die Verteidigung der politischen Gefangenen ab. Und dann gab es noch einzelne situativ bedingte, also auf einzelnen konkreten Situationen bedingte Fälle, wo Leute sich dafür eingesetzt haben, dass ihre Leute freikommen. Antifaschisten haben sich dafür ausgesprochen, dass ihre antifaschistischen Freunde wieder freikommen oder Leute von Memorial eben für ihre Kollegen. Und der Moskauer Sommer hat dann aber doch einiges verändert. Aus meiner Sicht hat er verändert, dass die Leute das Gefühl hatten, wirklich eine Macht zu haben, eine Kraft zu haben. Das, was Ilya gerade erzählt hat, ist ja, dass 31 Leute verhaftet wurden an einem bestimmten Tag in Moskau. Mehr als die Hälfte davon sind heute wieder frei. 11 sind immer noch in Haft. Die anderen, das sind Leute, wo die Verfahren eingestellt wurden oder wo es um Geldstrafen geht oder wo die Leute auf Bewährung freigekommen sind. Das heißt, die Gesellschaft versteht und ist sich darüber im Klaren. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber die Gesellschaft hat das Gefühl, dass das unser Sieg ist. Wir haben uns alle versammelt, wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Es gab Kundgebungen, es gab Reden, es gab Musiker, die dort gespielt haben, dort aufgetreten sind. Es gab Mahnwachen, es gab Leute, die in die Gerichte gegangen sind. Es gab eine große Konsolidierung der Gesellschaft zugunsten der Verteidigung der politischen Häftlinge. Und hier gab es nicht ihre eigenen, es ging nicht um ihre eigenen Leute, es waren nicht ihre Freunde, sondern es waren nur drei Aktivisten. Das waren Leute, die früher auch schon sich als Politiker wahrgenommen haben. Ein linksgerichteter Aktivist, ein Liberaler und ein, ich weiß gar nicht, was das für einer war,
Also insgesamt nur 3 Aktivisten, 3 Personen, die vor dem 28. schon politisch aktiv waren und sich selbst als Politiker, politisch aktive wahrgenommen haben. Die anderen aber waren entweder das erste Mal auf der Straße oder sind auf die Straße gegangen, ohne tatsächlich zu verstehen, ehrlich gesagt. Und ich habe mit vielen von ihnen gesprochen, die heute wieder frei sind. Die haben sich natürlich für Politik interessiert, aber sie haben eigentlich wirklich keine Ahnung davon gehabt. Und als es darum ging, für Kandidaten zu kämpfen, die nicht zugelassen wurden, wussten sie, ja, dass sie vielleicht einen bestimmten Kandidaten unterstützen oder sie wollten, dass jemand, ein bestimmter konkreter Kandidat, an den Wahlen teilnehmen kann. Darum ging es aber eigentlich gar nicht. Sie wollten einfach nur gegen Ungerechtigkeit demonstrieren. Und von Menschen, die in verschiedenen Städten aus unterschiedlichsten Gründen auf die Straße gegangen sind, hört man immer wieder auch das Gleiche, das, was ich immer wieder in letzter Zeit gehört habe. Und unter den Aktivisten von Chies oder auch irgendwo im Kaukasus oder irgendwo anders, da gibt es immer einen konkreten Anlass. Zum Beispiel gegen die den Müll oder Müll deponieren. Solche Fälle gibt es ja auch anderswo im Land. Nicht solche großen Fälle wie in Chies, aber es gibt sehr viele. Und wenn man mit den Leuten spricht, sagen sie dir, ich bin eigentlich gar kein Umweltaktivist in dem Sinne, aber es regt mich einfach wahnsinnig auf. Ich habe das satt. Und das ist der Moment, wo dann bei den Leuten die Hutschnur platzt und sie einfach auf die Straße gehen. Und je mehr es von diesen Leuten gab, desto mehr politische Gefangene gab es natürlich auch. In Chies gibt es Verfahren, aber keine Häftlinge, keine Gefangenen. In Jekaterinburg gab es auch Leute, die protestiert haben. Da ging es um eine Kirche oder in Ingushetien. Und überall dort gab es auch Strafverfahren. Aber das schien irgendwie alles sinnlos zu sein. Und heute, plötzlich, ist das Verfahren, das Netzverfahren, das schon Ilja erwähnt hat, in Pensa, da wurden Leute vor 2 Jahren verhaftet. 2 Jahre haben Bürgerrechtler, Aktivisten, Anwälte, alle, die es irgendwie für möglich hielten, etwas gesagt, etwas geschrieben, berichtet darüber. Man wusste über dieses Verfahren, aber das, was nach der Gerichtsverkündung getan ist, dass die Leute haben von 6 bis 18 Jahren Haftstrafen bekommen, das ist natürlich furchtbar. Aber was danach passiert ist, das ist eigentlich schwer vorzustellen. Vorgestern, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen gab es im Winter in St. Petersburg im Eispalast, das ist ein großer Sportkomplex, waren sehr viele Leute auf einem Rockkonzert der Gruppe Pornofilme. Und die haben ein Lied für die Leute aus diesem Verfahren, aus dem Netzverfahren geschrieben, wo es auch darum geht, was da passiert ist eigentlich. Und der ganze Saal hat mitgesungen. 8000 Leute haben Freiheit gesungen, gebrüllt. Das, was früher niemals möglich gewesen wäre, obwohl innerhalb von 2 Jahren keine wirklich neuen Informationen dazu kommen. Die Gesellschaft hat einfach das Gefühl, dass sie jetzt selbst auch etwas in der Hand hält. Und hier, zum Schluss möchte ich hier noch etwas vortragen. Ja, ich möchte noch hinzufügen, dass es jetzt eine Solidaritätskundgebung hier in Berlin gibt mit diesen Leuten, für diese Leute. Und ich möchte auch sagen, dass das, was hier gerade heute abläuft, ist auch sehr wichtig. Es ist wichtig, dass viele Leute wissen, was bei uns passiert. Aber jetzt möchte ich noch etwas vortragen. Sie haben mir gesagt, was ich tun soll. Ich habe Ihre Befehle befolgt. Ich habe mich ausgezogen bis auf die Unterwäsche. Ich habe die Hände auf den Rücken legen.
den Kopf nach unten gelegt. Ich habe gedacht, das ist eine Durchsuchungsprozedur, die mit allen Leuten passiert. Aber damals, deshalb habe ich mich auch so gefügt. Dann haben sie meine Hände hinten gefesselt. Dann haben sie mir ein Stück Knebel in den Mund gesteckt. Einige hatten medizinische Handschuhe an. Mit einem hatte zwei... Kannst du mal nehmen. Der andere hat meinen Puls am Hals gespürt und weiter hat er das wiederholt gemacht. Er hat kontrolliert, ob ich noch am Leben bin. Dann hat er die Dynamomaschine angekurbelt. Ich habe Strom gespürt bis zu Knie. Meine Muskeln haben sich verkürzt. Ich hatte Schmerzen. Ich habe angefangen zu schreien und schlug mit meinem Kopf gegen die Wand. Was haben sie gemacht? Sie haben eine Jager darüber, dazwischen gelegt. Das hat 10 Minuten gedauert. Für mich war es aber eine Ewigkeit. Der eine hat angefangen mit mir zu sprechen. Gibt es keine Worte? Du sollst alles vergessen. Hast du mich verstanden? Ich habe gesagt, ja. Die Antwort ist richtig, sehr gut, Dimochka. Das ist ein Zitat, Erzählungen aus dem Verfahrennetz, Folter. Das hat der junge Mann erzählt, der zu 18 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Das muss gestoppt werden. Vielen Dank, Alexandra. Das macht sehr betroffen. Ich glaube nicht, dass alle das hier schon zur Kenntnis genommen haben, dass es zu diesen hohen Haftstrafen gekommen ist und dass auch ganz offensichtlich Folter angewendet wurde. Diese Urteile wurden, glaube ich, erst vor einer Woche gefällt, wenn ich richtig unterrichtet bin. Ich hatte es gelesen auf den Seiten von Decoder, wo Texte auch auf Deutsch zur Verfügung gestellt werden, glücklicherweise. Sonst könnte ich das jetzt gar nicht aushalten. Ich wäre so betroffen, dass ich gar nicht weiterreden könnte. Das ist eine neue Qualität von Gewalt. Das war, als wir diese Veranstaltung hier geplant haben, eigentlich fast für uns nicht vorstellbar, dass wir darüber werden reden müssen. Trotzdem haben Sie auch davon gesprochen, dass es ganz offensichtlich in Russland eine neue Art der Solidarität gibt unter Menschen, die sich früher eher nicht so sehr füreinander interessiert haben, die nur ihre eigene Peer Group hatten und sich für diese Ziele eingesetzt haben. Das lässt ja immerhin hoffen. Ich würde jetzt gerne noch Grigori Judin das Wort geben, wie er das gesamtgesellschaftlich analysiert oder beurteilt, was 2019 passiert ist, wo sich sehr vieles verändert hat. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich gleich danach für Ihre Fragen das Feld öffnen will, denn ich denke, wir haben jetzt auch lange geredet und Sie wollen auch Ihre Fragen loswerden und ich will hier gar nicht so viel reden. Grigori. Vielen Dank, Nina, und vielen Dank auch an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung, hier nach Berlin zu kommen. Ich versuche ganz kurz darauf einzugehen, auf die Frage, die hier gestellt wurde zum Thema der heutigen Diskussion. Und die erste Frage, die sich oft stellt, wenn wir über die politische Situation in dieser Zeit sprechen, in der Zeit 2018, 2019, das ist die neue Lage. Der Unterschied gegenüber 2011, 2012 ist, dass die Forderungen der Protestierenden als legitim dargestellt werden und der Druck, der von Seiten des Staates auf sie ausgeübt wird, als nicht legitimiert angesehen. Damals gab es auch eine gewisse Dynamik. Im Dezember 2011 gab es eine starke Welle gegen die Falsifizierung, die Fälschung der Duma-Wahlen. Und das Land wurde von dieser Bewegung erfasst. In vielen Städten, viele Städte erinnern sich noch heute daran, aber relativ schnell ist es dann doch den Administrationen gelungen, wieder die Initiative zu ergreifen, die ganze Sache in die Hand zu nehmen.
Und es gab dann eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft, innerhalb dieser Protestgrundgebungen auch. Und eine Spaltung auch zwischen Moskau und dem Land. Und die Aktionen wurden dann als Moskau-Aktionen wahrgenommen. Und es wurde auch wahrgenommen als Unterschied zwischen der wohlhabenden Klasse und der nicht wohlhabenden Klasse. Das heißt, es waren Aktionen sozusagen derjenigen, die besser gestellt waren. Die Leute, die tatsächlich ins Gefängnis gekommen sind nach den Balotna-Prozessen, waren eigentlich Vertreter unterschiedlicher Schichten der Gesellschaft. Aber die Wiedererlangung der politischen Initiative war doch sehr erfolgreich. Das hat sich tatsächlich geändert heute. Die heutigen Protestaktionen, zum Beispiel in Jekaterinburg und auch anderswo, wo protestiert wurde gegen willkürliche Entscheidungen gegen den Bau einer Kirche, gegen die Entscheidung, eine Kirche zu errichten im Zentrum der Stadt, gab es Proteste dagegen. Oder wir können uns auch die Situation in Chies anschauen. Überall gibt es Daten und auch Meinungsumfragen. Und diese Protestaktionen erfreuen sich ziemlich großer Unterstützung. Und was auch sehr wichtig ist, nicht nur unter den jungen Leuten, sondern auch in der Gesellschaft insgesamt, ich wurde gebeten, sie jetzt nicht mit Ziffern zu bombardieren, aber wichtig ist dennoch, dass in Moskau im Mitte des letzten Jahres, im Juli und August, dass doch sehr viele Menschen Sympathie empfinden für diese Protestkundgebung. Und die Zahlen waren noch ähnlich im Land insgesamt. Was die Situation in Chies angeht, so liegt es klar auf der Hand, dass die Anforderungen jener Menschen, die diese Wache halten, in der Bevölkerung sich großer Unterstützung erfreuen. Man muss sagen, dass diese Sanktionen, die gegen Aktivisten gerichtet werden, als illegitim erachtet werden. In Moskau haben Polizeibeamten sich erlaubt, eine noch nie dagewesene Gewalt anzuwenden, und zwar Frauen zusammenzuschlagen und so weiter und so fort. Diese Sachen haben sich sehr schnell in Social Media verbreitet und auch andere Sachen werden in Social Media verbreitet, vor allem im Verfahren Netz. Warum? Ist es ja klar. Menschen haben nichts getan, aber sie haben horrende Haftungsstrafen bekommen. Es wurden Angaben ihnen erzwungen unter Folter, und das ist illegitim. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Wendepunkt, wenn es um die gesellschaftliche Stimmung angeht. Ich als Person, die Demokratie immer studiert und dazu forscht, sehe, dass die Stimmung umgekippt ist. Es gibt eine Wende in der Stimmung der Bevölkerung, und das liegt klar auf der Hand. Warum passiert dies? Das passiert vor dem Hintergrund einer allgemeinen Nachfrage nach der politischen Situation. Heute sehen wir, wie das Bedürfnis entsteht nach einem frischen politischen Stil, der offen ist, inklusiv ist, der mehr an Involviertheit vieler Akteure sein soll. Und diese Statistik, die ich gesammelt habe, zeigt in der Tat, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Es gibt zwei große Bruchlinien in Moskau, was die Bewertung der Moskauer Ereignisse angeht und die Medien. Die erste Bruchlinie verläuft innerhalb der Generation, aber nicht zwischen Jung und Alt. Nein, diese Bruchlinie liegt zwischen dem Alter 55 plus und alle anderen. Wenn wir diese Moskauer Situation nehmen, so sehen wir, dass 55 plus sich sehr stark von allen anderen unterscheiden.
Womit hängt das zusammen? Das korreliert sehr stark mit der zweiten Bruchlinie, und zwar der Medienverbrauch. Mediennutzung. Menschen, die über laufende Ereignisse ihre Informationen aus dem Fernsehen bekommen, beziehen, unterscheiden sich sehr stark von denjenigen, die ihre Informationen über Social Media bekommen, Videoblogs, Online-Ressourcen, Kommunikationsressourcen und so weiter und so fort. Und hier sieht man diesen Unterschied besonders stark. Was junge Gruppen angeht, so ist für sie die Nachfrage nach einem jungen politischen Stil charakteristisch, und das hat nichts mit der Biologie zu tun. Es hängt damit zusammen, dass junge Leute sehr gerne sich in diese politischen Aktionen einbringen, obwohl das Gesamtrussland völlig depolitisiert ist. Denn Menschen interessieren sich nicht dafür, wen sie da bei den Wahlen wählen sollen. Gerechtes Russland oder einiges Russland. Aber wenn die Aufgabe aufgestellt wird, 5000 Unterschriften innerhalb von 3 Wochen zu sammeln, das ist schon ein Kopfzerbrechen, eine interessante Barriere, eine interessante Hürde, die zu nehmen ist. Und zwar, wie kann man zum Beispiel Gelder akquirieren für eine groß angelegte Aktion? Und dann entstehen dadurch Mittel, wie man direkt mit Menschen kommunizieren kann. Menschen werden mit Enthusiasmus angesteckt. Ich spreche hier nicht von großen Kategorien der Bevölkerung, aber nichtsdestotrotz sind es Gruppen, die sich bemerkbar machen. Und solche Elemente sieht man nicht nur in der Moskauer Situation. Wie entstehen diese Proteste und um welche Sachen sie entstehen? Also man kann sagen, es gibt keine allgemeingültige Tagesordnung. In Schieß weiß man, was das für eine Tagesordnung ist. Aber nichtsdestotrotz kann man gemeinsame Charakterzüge doch herausfiltern. Und anhand von Beiträgen, die wir heute gehört haben, ist es klar. Also es gibt Nachfrage nach der Selbstverwaltung, nach der lokalen Selbstverwaltung. In Moskau kann man das daran sehen, dass sehr starke kommunale Abgeordnete aufgetaucht sind. In St. Petersburg ist es so, da waren ganz komische Gouverneurswahlen im September, aber bei den kommunalen Wahlen haben ziemlich viele unabhängige Kandidaten den Sieg errungen. Und sie haben auch diesen Anspruch aufgestellt nach der lokalen Selbstverwaltung. Warum? Weil es ihr Boden ist, ihre Heimat ist. Was Moskau angeht, da passiert der Teufel weiß was. Die Straßen werden aufgerissen, neuer Straßenbelag wird gelegt, die Straßen werden aufgebrochen und so weiter und so fort. Und manchmal entsteht das Gefühl, dass man nicht weiß, wer man überhaupt in dieser Stadt noch ist. Die Nachfrage nach der Dezentralisierung wird laut, und diese Nachfrage besteht auch in Moskau. Sie wissen, Regionen sind mit Moskau unzufrieden. Auch diese Tatsache, dass aus Moskau dann Müll in andere Regionen gebracht wird, das geht nicht. Jaroslawl hat sich sehr erfolgreich geweigert dagegen. Und dann hat man irgendeine tote Ecke in Sibirien gefunden und dachten, okay, da werden wir dort diesen Müll vergraben. Aber nichts ist dabei zustande gekommen. Immer mehr Menschen schließen sich dem Protest an. Und das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Russland ist das Land mit der höchsten Rate der Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit sieht man auch bei Gliedstaaten der Russischen Föderation, und die Reaktionen sind entsprechend. Ein weiteres Sujet, das ich nicht außer Acht lassen darf, und zwar die Umweltproblematik. Das Umweltthema ist wesentlich für Russland. Man könnte meinen, Russland ist ein riesengroßes Land, sehr viele Ressourcen. Man hat nie je einen Gedanken zugelassen, dass diese Ressourcen endlich sind.
Und viele dachten, ja, die globale Erwärmung, die Klimaveränderung, ach, das werden wir aussitzen. Russland ist groß genug, damit diese Erscheinungen an uns vorbeilaufen. Dem ist nicht so. Wenn wir Untersuchungen zu Jugendmilieu durchführen, so sehen wir dort, dass Menschen sich sehr für die Umwelt interessieren, für ihre Umgebung, in der sie wohnen. Und bestimmte Sachen sind für sie nicht akzeptabel. Xi, St. Petersburg, Moskau und so weiter und so fort. Viele Moskauer Aktivisten haben diese umweltfreundliche Tagesordnung, diese Agenda. Und das ist ein wichtiges Thema. Und dann das weitere Thema Ungerechtigkeit, das Gefühl des Ärgers, der Unmut hervorruft. Denn es ist nicht klar, wie damit umzugehen ist, welche Gespräche dabei geführt werden müssen. Als Ergebnis? Es entstehen neue Netze der Solidarität, was früher nicht der Fall war. Eine sehr interessante Erscheinung aus dem Jahr 2019, das ist das Aufstehen der professionellen Gruppen, die sich aus Solidarität zusammenschließen. Professoren, Studenten, Ärzte, Schauspieler, die gedacht haben, unsere Gilde, Ärztegilde und so weiter und so fort, muss auftreten und ihre politische Position artikulieren. Das funktioniert sehr gut im Rahmen dieses Verfahrens Netz. Immer mehr Äußerungen bekommen wir von den Berufsgruppen. Innerhalb dieser Gruppen gab es schon lange diese Nachfrage nach der Einheit, nach der Einigung. Denn früher war es so, dass diese Berufsgruppen ziemlich vereinzelt waren und es gab keinen guten Grund, um sich zu vereinen. Und diese politischen Ereignisse liefern gerade diese Gründe. Und das Letzte, was die Perspektiven angeht. Im Großen und Ganzen sind diese Perspektiven nicht klar. In der Tat haben wir mit einer Situation zu tun, die sich qualitativ von der Situation von 2 Jahren unterscheidet. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass keine klare Tagesordnung im Lande vorherrscht. Die allgemeine Besorgnis im Lande steigt an. Die Müdigkeit ist ebenfalls bemerkbar. Man glaubt nicht immer daran, dass etwas erreicht werden kann. Und in dieser Situation können diese organisierten Gruppen die Situationen sehr gut beeinflussen, wenn es darum geht, Strafverfahren zu stoppen. Alle Strafverfahren, die heute besprochen worden waren, sind Beispiele dafür, wo der gesellschaftliche Druck zu einem Erfolg geführt hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass im politischen russischen Regime, das auf der kompletten Depolitisierung des Raumes aufgebaut ist und die Gesellschaft kaum mobilisiert werden kann, so ist es so, dass die Tagesordnung nicht von der Mehrheit formuliert wird, sondern von der organisierten Minderheit. Und ich denke, das wird in der Zukunft der Fall sein. Danke. Ganz herzlichen Dank für diese sehr wichtigen Begriffe, die Sie eigentlich gebraucht haben, die uns helfen, das alles ein bisschen zu sortieren und besser zu verstehen. Ich hoffe, dass es aus dem Publikum Interesse gibt, Fragen zu stellen. Haben wir ein Saalmikrofon, bitte? Könnten Sie das rumreichen? Also dann habe ich hier vorne jemanden und da hinten sind 2 Wortmeldungen. So. Wenn Sie kurz sagen wollen, wer Sie sind oder was Sie herführen. Ich heiße Nikolai Klimenyuk. Ich bin Journalist und Mitarbeiter einer nicht kommerziellen Organisation Europäischer Austausch. Ich habe 2 Fragen an Grigori Judin. Die erste Frage und die zweite an alle. Sie haben gesagt, und viele sagen dies auch, dass heute die Studentenschaft
entstanden ist als eine aktive Protestgruppe. 2011, 2012 haben wir diese Gruppe nicht gesehen, beziehungsweise sie waren nicht so bemerkbar. Studenten damals, Studenten heute, das sind Menschen, die in der Zeit nach der Sowjetunion geboren worden sind und unter Putin erwachsen worden sind. Was änderte sich? Warum sind diese Studenten plötzlich so aktiv? Eine zweite Frage, die ähnlich ist. Es sind Worte gefallen, noch nie dagewesene Verfahren, horrende Gefängnisstrafen, Folter. Es ist in der Tat so, aber dass es nicht zum ersten Mal diese Verfahren gibt, es schon lange. Krimtataren, junge Krimtataren werden verhaftet, ins Gefängnis geworden. Sie werden als Mitglieder der Organisation Hizbut Akria eingestuft. So etwas ergeht auch jungen Menschen aus Tatarstan. Schreckliche Foltern, hohe Gefängnisstrafen und es gibt keine massenhafte Solidarität diesen Menschen gegenüber. Das hat nicht einmal Erregung hervorgerufen. Was passierte? Was änderte sich? Nicht erst 10 Fragen sammeln, sondern solange wir noch ein bisschen Zeit haben, sofort antworten. Dann ist es vielleicht auch etwas lebendiger. Die erste Frage war, glaube ich, an Grigori Judin formuliert. Schauen Sie mal, was es wichtig ist, wenn es um politische Ansichtweisen geht. Ja, wir können sehr stark die Zusammensetzung der Menschen, die sich dem Prozess angeschlossen haben, betrachten. Ja, viele junge Menschen, dann können wir das als Jugendprotestbewegung bezeichnen. Aber das ist nicht richtig. Diese Logik ist sogar gefährlich. Warum? Sie macht es leicht, diese Bewegung zu marginalisieren. Das, was 2017 passierte, das 2011, 2012 war, fand seine Fortsetzung 2017. Aber das ist eine neue Generation. Und wir werden plötzlich zu Beobachtern und erlauben uns zu urteilen. Da sind neue Leute. Wer sind sie? Das ist eine Generation, die uns nicht bekannt ist. Und diese Menschen, sie haben allgemein gesellschaftliche Losungen und die allgemeingültig sind. Und deswegen ist es so, wenn ich darüber spreche, dass die Studentschaft als Gruppe entsteht, dann werden bestimmte Äußerungen zum Ausdruck gebracht, die mit den internen Prozessen der an den Universitäten zu tun haben. Studenten haben als Erste darüber gesprochen, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, Studenten wieder zurück an die Universitäten zu bringen. Das war der Grund, der außerhalb der großen Politik lag. Wir sehen, dass diese Solidaritätsgruppen innerhalb der Universitäten sich bilden und ihre Positionen artikulieren. Wenn es so weit kommt, dass diese internen Universitätsprobleme mit makropolitischen im Einklang sind, dann können sie eine andere Situation erleben. Nehmen wir die Hochschule für Wirtschaft. Der Prorektor einerseits war als Opponentin für Studenten, was den Kampf für die Selbstverwaltung angeht. Aber andererseits hat sie sich aufgestellt als Kandidatin für das Stadtparlament. Und das wurde zunächst zu einer lokalen Tagesordnung und dann plötzlich zur föderalen Tagesordnung. Also konkrete Probleme der Studenten können durchaus zu sehr großen Problemen für alle werden. Und jede Gruppe in Russland kann sehr schnell zu einem größeren politischen Gewicht erlangen, wenn sie imstande ist, sich schnell aktiv, sich schnell in Prozesse einzubringen, sich zu organisieren und so weiter und so fort. Und diese Gruppen, die haben tatsächlich heute große Möglichkeiten eingeräumt bekommen oder erlangt. Ich würde gerne die zweite Frage beantworten. Warum 5 Jahre lang habe ich in der Krim gearbeitet und ich habe dort ein Monitoring betrieben, wenn es darum ging, Menschenrechtsverletzungen zu fixieren seit dem Beginn des Krieges. Aber zunächst möchte ich die Antwort meines Kollegen
noch kommentieren. Arrestant 2012, da sind Menschen, die Gelder gesammelt haben und Lebensmittel oder Sachen ins Gefängnis gebracht, in die Gefängnisse gebracht haben. Und dann kamen zu uns Studenten, die sagten, wir möchten eine Sendung darüber machen, einen Film. Dann habe ich gesagt, aber wir haben gar keine Gelder. Und Studenten haben gesagt, nein, beziehungsweise es sollte ein Film über Studenten gedreht werden. Wir hatten dafür aber kein Geld. Und 2011, 2012 war ja die Rede von der Mittelschicht, die sich an den Protesten beteiligt hat. Die Mittelschicht wollte damals zeigen, sie ist vorhanden. Und diese Aufgabe sehen vor sich auch viele andere Menschen. Viele sammeln sich unter diesem Strafverfahren Netz und sagen, oioioioi, Journalisten haben ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Und warum wir nicht? Zu welchem Beruf gehöre ich? Ich werde jetzt gleich meine Kommilitonen anschreiben und dann werden wir auch unsere Position artikulieren. Für Menschen ist es wichtig, sich bemerkbar zu machen, aufzuzeigen, dass sie vorhanden sind. Und die Studenten, sie haben nicht anders getan. Sie haben sich vereinigt und sie haben sich präsentiert. Nun zur zweiten Frage. Was könnte ich hier beisteuern? Das ist ein Prozess. Und in der Tat ist es so, vielleicht bin ich nicht objektiv und ich bin mir sicher, dass ich nicht objektiv bin. Die Arbeit, die langjährige Arbeit auf der Krim hinterlässt seine Spuren, ihre Spuren. Aber ich denke, die Krim hat uns sehr geholfen. Und zwar, wenn es darum geht, sich mit politischen Gefangenen zu solidarisieren. Ich habe eine sehr große Erfahrung mitgebracht von dort, die ich dann verwendet habe, um politische Gefangene in Russland zu unterstützen. Russland und die Ukraine sind ganz unterschiedliche Länder und das, was in der Krim war, das war neu. Vor allem, wenn es darum ging, dass die Verwandten sich zusammengetan haben. In Russland gibt es die Bewegung von Müttern gegen politische Repressionen. Ich bin auch bei dieser Bewegung mit dabei und ich bringe meine Erfahrung von der Krim mit rein. Auf der Krim gab es so gut wie keine Folter. Das ist aber nebenbei, vor allem nicht in dem Maße und nicht in der Form wie bei Netz. In Russland gibt es Folter. Jene Verfahren, die vom Inlandsgeheimdienst FSB geführt werden, dort ist immer Folter auf der Tagesordnung. Und das ist ein Prozess. Menschen fangen an, sich zusammenzutun. Und jetzt haben sie einen gewissen Punkt erreicht. Hallo, mein Name ist Heiko Stockmann. Ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentner und ich habe eine Frage an Lada Zasikina. Und zwar in der Region Archangelsk. Wenn da eine Müllkippe entsteht, verstehe ich natürlich den Protest. Wenn in meinem Dorf eine Müllkippe entstehen würde, würde ich auch auf die Barrikaden gehen. Aber was soll die Stadt Moskau tun? Soll die eine Müllverbrennungsanlage bauen? Soll die den Müll lagern? Oder soll der Müll woanders hin? Was wollen Sie denn eigentlich? Guten Abend, lieber Heiko. Ich antworte gerne auf Ihre Frage. Was sollte Moskau tun? Moskau hat alle Hebel in der Hand, alle Verwaltungshebel, alle Prozesse. Und wie ich schon gesagt habe, die Müllreform hat nicht erst jetzt begonnen. Sie wurde einige Jahre lang vorbereitet. Und wie ich auch schon gesagt habe, in Moskau wurde diese Müllreform, Abfallreform aus irgendeinem Grund verschoben. Und man versucht jetzt dort, das dadurch zu kompensieren, dass der unvorsortierte Müll in andere Regionen gebracht wird. Was muss Moskau tun? In Moskau muss man versuchen, zu beginnen, zivilisiert mit Müll umzugehen. Der Müll muss
sortiert werden. Es müssen Sortieranlagen, Sortierkapazitäten aufgebaut werden. Müllverarbeitungsanlagen gibt es bei uns und soweit ich weiß, sind die auch nur zu 10-15% der Kapazität ausgelastet, weil es einfach nicht genug Rohstoff für die Verarbeitung gibt. Das ist natürlich eine wichtige, eine große, eine schwerwiegende Arbeit und man muss natürlich auch hier seitens des Staates sehr interessiert daran sein, dieses Problem zu lösen. Aber ich möchte gerne auch meine persönliche Auffassung zum Ausdruck bringen. Ich habe den Eindruck, dass im Zuge dieser großen Arbeit hier auch private Unternehmen zugelassen werden sollten, und zwar im großen Stile. Denn der Müll basiert bisher immer noch auf einem Monopol des Staates, dieses Problem lösen zu können. Und dieses Monopol hat das Problem, dass der Staat kein Interesse daran hat, mit einem wenig rentablen Business zu tun zu haben. Das sind Leute, die gerne schnell Geld verdienen wollen. Das Billigste ist natürlich einfach, dass man den Müll auf einer Mülldeponie ablagert. Das ist die kostengünstigste Variante, um dieses Problem zu lösen. Und entsprechend will man natürlich auch möglichst viel Gewinn daraus ziehen. Und das ist vielleicht ein Teil dieses Problems. Ich hoffe, dass ich damit mit meiner Ausführung darauf geantwortet habe, auf Ihre Frage. Stefan Melle, Niemiec Goroskepnien, DA. Wir freuen uns natürlich, dass es hier eine Zivilgesellschaft gibt und dass die Zivilgesellschaft sich auch zu Protesten zusammenschließt und das auch lange durchhält. Aber ich habe den Eindruck, dass wir oder ich bisher nicht sehen, dass die kleinen Minderheiten tatsächlich die Tagesordnung bestimmen können. Denn die Tagesordnung, das sind doch sehr kleine Gruppen, bestimmte Gruppen im Land, die versuchen, dass die Wählerschaft zu spalten. Wir rechnen immer hier von 80-20%. Hat sich dieses Verhältnis in irgendeiner Weise geändert? Das würde mich interessieren. Ich habe gesehen, ich sehe, dass der Präsident immer noch, schon immer noch seit 20 Jahren da ist. Und die Frage ist natürlich auch, wie er auf eventuelle Änderungen reagiert. Das ist vielleicht etwas ein skeptischer Ansatz, aber vielleicht könnte das ja jemand von Ihnen diskutieren. Das ist natürlich eine rein mathematische Frage auf der einen Seite, wie die russische Politik aufgebaut ist, aus mathematischer Sicht. Die russische Politik auf einer Halbpolitisierung. Die Leute interessieren sich nicht für Politik. Sie glauben, dass Politik eine schmutzige Sache ist und es sich nicht lohnt, sich daran zu beteiligen zu haben. Politik wird am Tisch zu Hause diskutiert. Die meisten Leute denken, dass sowieso alle gegen die Politik sind, außer bei Putin, das ist etwas anders. Beim nächsten Mal. Insgesamt ist das eine entpolitisierte Gesellschaft und eine zurückhaltende Haltung zur Politik. Die Umfragen zeigen ein großes Ausmaß an Unzufriedenheit mit der Politik und wenig Vertrauen gegenüber der Politik. Über 90% der Befragten sagen, dass die Politik keinen Einfluss auf die Situation in Politik hat. In vielen anderen Ländern gibt es eine ähnliche Situation, auch in Deutschland natürlich, wo es Krisen gibt, aber in Russland ist die Situation viel stärker ausgeprägt. Es gibt aber auch andere gute Zahlen, wie ist es nun der russische Wähler aufgebaut. Es gibt natürlich die russische Wählerschaft aufgebaut. Man muss natürlich Motivation haben, um überhaupt zu den Wahlen zu gehen. Man muss Kandidaten haben, für die man wählen kann, für die man stimmen kann. Es sollten nicht nur Klone sein, die hier irgendeine Maskerade abziehen. Wenn es solche Leute gibt, dann wollen die Leute auch nicht wählen gehen.
Dann gibt es natürlich noch bestimmte Wählerschaft, die man manipulieren kann, die man versucht zu politisieren kann. 12-15% sind es vielleicht, da kriegt man vielleicht 70-50% der Stimmen. Ich möchte Ihre Zeit nicht beanspruchen, sonst könnte ich viele Beispiele anbringen. Die richtige Antwort auf die Frage ist folgende. Gefällt es Russen Wladimir Putin? Die Antwort ist weder noch, sondern lass mich in Ruhe, geh weg von mir. Oder ihr schert euch zum Teufel in grober Form. Und gerade in dieser Situation gibt es die Möglichkeit für eine Kontramobilisierung. Das haben wir gerade bei diesen Wahlen in Moskau gesehen. Diese Wahlen müssen genauso ausgerichtet sein wie die allgemeinen russischen Wahlen. Die minimale Anzahl von Anwesenden, bestimmte Wählerschaft und so weiter und so fort. Selbst die kleine Gegenmobilisierung hat die Konstellation verändert. Und das führte dann zu 50-50, also Hälfte-Hälfte. Deswegen sage ich, dass kleine Gruppen ernsthaft die Tagesordnung abändern können in dieser hochpolitisierten Situation. Alle Handlungen der Verwaltung, sei es in Moskau oder in anderen Städten, das alles waren reaktive Handlungen, die darauf abgestellt haben, wenigstens etwas zu tun. Die Tagesordnung wurde ja in Moskau ausgestaltet und das ganze Land wusste darüber, was in Moskau passiert. Das Verfahren Netz und alle anderen Verfahren, das Ziel bestand darin, die Initiative übernehmen. Und plötzlich hing die Situation in der Luft. Man hat dann versucht, die Verfassung abzuändern mit noch nicht verständlichen Zielen. Also der Staat wollte einfach die Initiative auf sich nehmen, um dann diese Tagesordnung auszufüllen. Sobald eine Gruppe entsteht, die eine klare und deutliche Ziellegung hat für die Bevölkerung, dann werden diese Gruppen wirklich eine sehr gute Möglichkeit haben, die Initiative an sich zu reißen. Vor 15, 20 Jahren hatten wir so etwas nicht. Heute haben wir diese Möglichkeit, diese Verletzlichkeit, sich zunutze zu machen und die wahre Natur dieser 75% zu zeigen. Eine ernüchternde Mathematik, die Sie uns hier vorrechnen. Ich kann jetzt leider nur noch eine Frage zulassen, weil es schon so spät ist. Wir haben aber auch ein ganz bisschen später angefangen. Und ich würde vorschlagen, da Grigori Judin uns alles so detailliert und wunderbar erklärt, dürfen Sie ihm jetzt keine Fragen mehr stellen, sondern vielleicht den anderen noch mal eine Frage. Weil es ist einfach so spannend, dass der jetzt nicht mal noch mal drankommen darf, sonst überziehen wir zu lange. Bitte dort hinten. Ich heiße Konstantin Kaminski. Ich arbeite am Institut für Slawistik Humboldt-Universität. Ich habe zwei kurze Fragen für Lada und Alexandra. In der Fortführung der vorausgegangenen Frage. Sie haben ja ein Problem beschrieben. Sagen Sie bitte, gab es von der Protestbewegung Vorschläge, die im Einklang stünden mit der lokalen Verwaltung oder mit den anderen Koalitionen. Und darauf vielleicht hätte eine Antwort, nein, das passt uns nicht, das machen wir anders. Hat jemand vielleicht ein anderes Müllmanagement vorgeschlagen im Zusammenspiel mit der Expertengesellschaft? Alexandra, die Frage an Sie. Sie wissen, vor 10 Jahren hat man sehr stark über die Polizeigewalt und Willkür geschrieben. Es gab sogar eine Stiftung, die ganz genau diese Verstöße gezählt hat. Dann hat man das vergessen. Man hat das Gefühl, dass die Polizei plötzlich adäquater geworden ist. Nach diesem Verfallen Netz, nach der Bekanntgabe dieser Folter.
Was würden Sie sagen, hat die Polizei innerhalb der letzten 10 Jahre einen Prozess erlebt, um ein bisschen ausgeglichener den Bürgern gegenüber zu sein? Danke. Вопрос. Ich versuche auf Ihre Frage zu antworten. Wenn Sie den Kompromiss in Bezug auf das die Mülldeponie meinen, nein, diese Frage ist eindeutig. Nicht bereit für irgendwelche Kompromisse. Fremden Müll im Gebiet Archangelsk ist für uns nicht hinnehmbar, in keiner Variante. Nur für die Verarbeitung füllen. Vielleicht in unserem Verwaltungsgebiet gibt es, soweit ich weiß, nur eine Verarbeitung von Karte, von Karton, von Pappe. Aber was insgesamt die Lösung des Müllproblems in unserer Region betrifft, solche Vorschläge gab es zahlreiche. Die Mülltrennung beispielsweise, eine Anlage, niedrigtarifliche Anlage, die die Mülltrennung besorgt oder auch den Aufbau von Müllverarbeitungskapazitäten. Es gibt auch in Archangelsk eine Müllsortieranlage, aber die Machthabenden sind nicht daran interessiert, sie sind nicht mal daran interessiert, dass diese Anlagen überhaupt bei uns gibt. Wir kämpfen jetzt dafür, dass diese Fabrik bei uns weiter besteht, damit man auf Grundlage dieses Unternehmens diesen Industriezweig weiterentwickeln kann. Aber ich möchte noch einen wichtigen Aspekt hinzufügen. Die Machthabenden, ja, wir können natürlich einiges formulieren, wir können einige Forderungen vorbringen, aber die Machthabenden reagieren mit Schweigen auf alle unsere Vorschläge. Es gibt eine verzögerte Reaktion, da ist nicht ganz klar, ob das jetzt eine Antwort auf unsere Frage war oder ob hier etwas gesagt werden sollte, was von der Macht selbst ausgeht. Aber es gibt keinen Dialog. Es gibt keinen Dialog mit der Last in Bezug auf die Lösung dieser Probleme. Überhaupt keinen Dialog. Angesichts dieser Situation. Alexandra, wenn Sie jetzt die andere Frage auch noch beantworten. Und dann kommen wir kurz zum Schluss. Ich hoffe, Sie haben nicht alle das Bedürfnis, ein Schlusswort zu sprechen, aber ich würde vielleicht darum bitten, dass Ilja uns einfach sagt, was er ganz am Ende dieses Gespräches auf dem Herzen hat. Wenn wir hier über Polizeigewalt sprechen, das ist ein großer Kreis. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sprechen Sie eher über die Folterungen als über die Polizeigewalt bei Kundgebungen, oder meinen Sie beides zusammen? Und hier habe ich tatsächlich zwei unterschiedliche Vorstellungen. Das ist ziemlich schwierig. Das ist sehr schwierig, in Anwesenheit von Grigori irgendwelche Verallgemeinerungen vorzubringen. Das ist sogar etwas peinlich und ich werde auch gleich rot dabei. Aber mir scheint, dass Folter, ja, über Folterungen wird mehr gesprochen und deswegen haben wir den Eindruck, dass das jetzt viel präsenter ist. Da gibt es auch Strafverfahren und es gibt auch Ermittlungen in diesem Punkt. Einige Mitarbeiter einer Strafkolonie in Jaroslawl, betrifft das zum Beispiel, Leute haben das aufgedeckt, es gab einen Prozess. Das ist natürlich schön, dass man auch Polizeibeamte hinter Gitter bringen kann für Folter. Diese Leute, aber im Prinzip ist es natürlich auch so, dass die sowieso gerne ermitteln und Strafverfahren eröffnen. Egal um welches Thema es geht. Es klingt auf der einen Seite natürlich komisch, aber trotzdem. Aber im Prinzip wird nicht viel gemacht. Das habe ich zumindest diesen Eindruck. Grigori hat uns ja hier etwas von Aktivisten erzählt, die vielleicht gar nicht genau wissen, was eigentlich die Tagesordnung ist. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Polizei auch keine richtige Tagesordnung hat. Die wissen,
Sie haben einen Plan, den Sie erfüllen müssen. Da gibt es so und so viele Leute, die Sie in die Gitter bringen müssen. Und dann haben Sie den Plan erfüllt und das Meeting ist abgesagt. Und so einen Eindruck hat man manchmal. Es gibt natürlich auch die Gewalt von den Geheimdiensten. Die Gewalt seitens des FBB ist zum Beispiel unanpassbar. Hier spielt es keine Rolle, um was für Verfahren es geht, ob es Wirtschaftsverfahren geht oder andere. Es gibt fast immer Gewalt. Es gibt auch Leute, die uns gesagt haben, dass wir davon nicht sprechen sollen, weil sie Angst davor haben. In den offiziellen Papieren, es gibt Geheimgefängnisse. Es gibt auch sogar didaktisches Material. Vieles spricht dafür, denn es passiert immer auf die gleiche Weise. Aber in diesem Bereich hat sich nichts geändert. Es wird sich auch wahrscheinlich erstmal noch nichts ändern, außer dass wir jetzt endlich wissen, dass es das tatsächlich gibt. Ilja, ist Ihnen noch was eingefallen, was Sie uns mitteilen wollen? Oder sollen wir hier einfach sagen, dann ist es eben auch so düster und wir machen jetzt eine Pause? Ich möchte nicht, dass wir jetzt in dieser düsteren Stimmung auseinandergehen. Als ich verhaftet worden war, ich habe mit dem Polizeibeamten gesprochen, eine operative Einheit. Sie beschäftigt sich damit, Menschen bei der Protestbewegung zu verhaften. Sie arbeiten vormittags, nachmittags arbeitet der OMON. Also es sieht normalerweise so aus. Eine Person kommt auf Sie zu und sagt, kommen Sie bitte mal mit. Auf diese Art und Weise wurde ich mitgenommen. Man hat mich in ein entsprechendes Gebäude mitgebracht und dann habe ich mit dem entsprechenden Beamten gearbeitet und habe dann mit ihnen auch geraucht. Aber nicht nur mit ihm, ungefähr 5 Personen haben sich angeschlossen, Beamte. Und ich weiß nicht, ob es 2011 genauso war, also ich war ja noch klein 2011. Ich denke, diese operative Einheit war 2011 noch nicht vorhanden. Was ich aber sagen kann, ist Folgendes. Diese Menschen haben mir zugegeben, dass sie überhaupt kein Interesse an diesem Dienst in dieser Sondereinheit hatten. Sie wollten nicht bei dieser Kompanie aufgenommen werden. Und ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, meines Alters, und er hat gesagt, wenn ich ein paar Jährchen hinter meinem Rücken hinter mir habe und diesen Dienst ableiste, dann bekomme ich einen guten Posten. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, auf welchem Posten ich dann landen werde. Nach dem Gespräch mit diesem jungen Mann habe ich verstanden, es ist sehr schwer, diese Losungen zu skandieren, Kinder der Bullen müssen Bullen hassen. Also ich sehe bei diesen Protestbewegungen Gesichter hinter diesen Hauben, hinter diesen Masken. Deswegen ist es schwer, eine konkrete Person zu hassen. Ich wurde auch ein anderes Mal festgehalten von einem jungen Mann und es war mir schwer, ihn zu beschulden. Ich weiß, er hat vielleicht selbst eine Familie, er muss Kinder ernähren. Ja, er hat mich festgenommen. Aber die Polizei in diesem Sinne ist wirklich eine komplizierte Frage. Wer ist die Polizei in dieser komplizierten Geschichte? Eine historische Figur erinnert, die vor 2020 Jahren geboren wurde, würde ich mal sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Runde. Sie endet ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Und die Schwerpunktthemen waren auch andere, als wir es erwartet hatten, als wir diese Veranstaltung geplant haben. Das war teilweise so, dass man sagen kann, bravo, Erfolg. Aber es war teilweise eben auch ein so alarmierendes Bild, dass man fast sprachlos ist und auch nicht weiß, wie soll das eigentlich weitergehen. Ich wünsche Ihnen allen trotzdem weiterhin ganz viel Mut und Erfolg bei Ihrer Arbeit und Ihrem Einsatz. Und wir gehen jetzt in die Pause. Seien Sie bitte in 20 Minuten wieder hier. Wir verkürzen das ein bisschen zur zweiten Runde. Vielen Dank.